So, da haben wir das erste G7 nun vor uns und es begrüßt uns gleich mit einem seiner wunderschönen Hintergrundbilder für den Lockscreen. Können wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen, was der alles so für Funktionalität hat. Zunächst einmal möchte ich euch das Gerät erstmal von seinen Äußerlichkeiten her zeigen. Und ihr habt ja im Vorspann schon gesehen, dass ich da ganz angetan von bin, wie das designt ist und was das Gehäuse so für eine Qualität bietet. Wir haben halt hier das Metallgehäuse, das fast komplett Unibody-mäßig aus Aluminium besteht. Einzige Ausnahme sind hier oben und hier unten diese Abdeckungen aus Kunststoff. Die sind sicherlich nötig, um darunter Antennen und Ähnliches zu verstecken. Ich weiß nicht, wer von euch damals das Asus Transformer Prime mitbekommen hat. Das ist ja ganz komplett aus Aluminium gebaut, hat nicht solche Plastikkappen und hatte unglaubliche Probleme mit GPS und auch WLAN war nicht sonderlich stark. Ich denke mal, da haben die Hersteller alle so ein bisschen gelernt mit der Zeit. Relativ schlicht gestaltet, so ein bisschen sanft gewölbt hier. Dann kommt fast rechtwinklig eine fast schon scharfe Kante in den Rand rüber. Und hier auf der Vorderseite dann das dominierende schwarze Displayglas natürlich und das Ganze eingefasst dann durch so eine blank polierte Phase, die in den Metallbody reingeschliffen ist. Das sieht schon recht schick und edel aus. Hier die Tasten, auch im gleichen Farbton wie das Gehäuse eingelassen. Die sitzen auch recht fest da drin, da wackelt kaum etwas. Ein ganz klein bisschen auffallend sind dann hier die beiden Einschübe für die SIM-Karte und die Speicherkarte, die farblich nicht ganz perfekt in dieses schöne Gehäuse eingepasst sind, ähnlich wie auch die Kunststoffabdeckungen hier auf der Rückseite. Das sind dann auch so die einzigen, der einzige Punkt, wo ich so ein bisschen dran mäkeln könnte an diesem Gehäuse. Mir persönlich gefällt es richtig gut. Es liegt auch sehr angenehm in der Hand, ist natürlich riesig groß. Das ist bei einem 5,5 Zöller so zu erwarten. Wobei es da auch durchaus kompaktere Geräte gibt. Ich werde später nochmal das LG G3 daneben legen, was ein gleich großes Display hat, aber halt von den Außenmaßen her noch etwas kompakter herkommt. Bevor wir uns der Software zuwenden, noch ein letztes Hardware-Thema, das Display. Wie schon erwähnt, sehr farbenfroh, sehr leuchtstark und auch ein guter Schwarzwert, sodass auch recht knackige Kontraste entstehen. Allerdings sind die Blickwinkel nicht ganz so perfekt. Vor allen Dingen, das ist ein bisschen ungeschickt gelöst, wenn man von unten auf das Display guckt, dunkelt es dann doch irgendwann recht deutlich ab. So geht es noch, aber sobald man dann über die Diagonale guckt, sieht man das doch recht deutlich, dass das Blau, was wir hier als Hintergrund haben, dann plötzlich ganz schwarz wird und verschwindet, wodurch dann teilweise die Lesbarkeit auch ein klein bisschen leidet. Das ist nicht schlimm, aber es ist auf jeden Fall genug, um aufzufallen. Und wenn man so ein bisschen mal was nachschaut, das Gerät neben einem auf dem Schreibtisch liegt, zum Beispiel neben der Tastatur des Computers, dann fällt das durchaus schon mal auf und man ist dann eher dazu geneigt, das nochmal in die Hand zu nehmen, um den Blickwinkel zu verbessern, als es bei einem etwas hochwertigeren Display der Fall wäre. Ich finde es aber trotzdem ein sehr ordentliches Display und es ist einer der großen Pluspunkte des Gerätes. Immer wieder, wenn ich es in die Hand genommen habe, hat mir das ja einfach Spaß gemacht, weil es halt so einen knackigen Kontrast hat und weil auch das flutschige Gorilla-Glas, das fühlt sich ja immer so ein bisschen rutschiger an als andere Oberflächen, die sehr flüssige Bedienung nochmal so ein bisschen unterstreicht. Also beides, der Finger gleitet sehr flüssig über das Display und gleichzeitig ist die Animation auch wunderbar flüssig. Kann man übrigens auch verschiedene Animationen hier einstellen. Das noch so am Rande bemerkt. Ja, schauen wir uns jetzt mal vielleicht diesen Lockscreen hier an. Wieder mal ein hübsches Foto. Da wird immer eine Vielzahl von Fotos durchrotiert. Man kann durch einen seitlichen Wisch, hier sieht man auch so ein bisschen, da kommt der Hintergrund schon hervor, das Gerät anlocken. Man kann durch einen Wisch nach oben einige Zusatzfunktionen noch aufrufen, also zum Beispiel direkt zum Taschenrechner wechseln oder auch in die Kamera rein. Das geht sogar ohne diesen Wisch. Zeigen wir das nochmal kurz, dann kann man von hier unten hochwischen, dann hat man sofort das Kamera-Interface offen. So gesehen halt ein paar nette Zusatzfeatures. Ja, auf dem Homescreen, wenn man das Gerät dann angelockt hat, da erwartet einen erstmal der Emotion UI Launcher, der halt wie für den Hersteller typisch und diese Oberfläche typisch keinen App Drawer hat. Ich habe da schon oft drüber erzählt und begründet, warum ich das sehr schade finde und für einen großen Nachteil halte. Ich mag halt diese Möglichkeit, über den App Drawer immer auf alle Apps
alphabetisch sortiert schnell zugreifen zu können, selbst wenn ich viele Sachen installiert habe, die ich nur mal ganz kurz ausprobiert habe und nicht häufig nutze. Und dann auf dem Homescreen wirklich nur die wichtigsten Sachen abzulegen. Hier ist es halt so, dass auf den Homescreens alles drauf muss, was man installiert. Selbst Widgets zum Beispiel, hier diese schöne Wetter-Widget, X-Weather-Widget, installiert gleich zwei Icons, die man eigentlich nie braucht. Das eine ist eine Art Hilfefunktion, das andere ist wirklich nur das Widget und hat gar keine Funktionalität. Das ist ein bisschen schade, dass sowas dann den Homescreen zumüllt. Aber was soll's. Wie gesagt, man kann sich ja sehr problemlos einen eigenen, entweder eine App installieren, die den App-Drawer einfach nachrüstet und dann einfach diese alphabetische Liste von Apps nur implementiert oder halt direkt einen anderen Launcher ausprobieren. Da gibt es sehr viele schöne Sachen, Nova und Holo HD, Apex und so weiter. Falls euch das interessiert, könnt ihr euch vielleicht mal das Video von Björn angucken, das auch auf Technophil verlinkt ist, wo er so ein paar Launcher vorstellt. Er testet sie jetzt nicht wirklich gegeneinander, sondern stellt einfach nur mal die Bandbreite vor, von was es da so alles Schickes gibt. Und wird euch dann später dann noch ein bisschen Details zum Apex Launcher zeigen, wie man den customizen kann. Zurück hier zum Huawei SNG7. Eine Funktion, die mir das Leben mit dem Launcher hier dann doch so ein bisschen erleichtert hat, ist die neue Suchfunktion. Man wischt einfach von oben runter und dann hat man halt hier eine Suche, die wirklich nur lokal auf dem Gerät sucht, also jetzt nicht wie Google Now dann auch direkt wieder ins Internet will und auch ein bisschen träger ist, sondern das geht hier wirklich schön flott. Und wenn ich hier zum Beispiel Riptide GP suchen will, dann fange ich einfach mal an. Vertippe mich natürlich direkt. Da haben wir es direkt schon mit zwei Buchstaben halt, habe ich dann direkt das Spiel, was ich gesucht habe, gefunden. Selbst wenn es sich in irgendeinem Unterordner verkrochen haben sollte, wo ich mich gar nicht mehr daran erinnere, dass ich es da mal reingeschoben habe vielleicht. Soweit zu dem Launcher. Schauen wir uns noch ein bisschen die weiteren Fähigkeiten von Emotion UI an. Dazu haben wir zum einen hier den Telefonmanager, der so ein paar Funktionen zusammenfasst. Man kann damit so ein paar Aufräumen und Beschleunigungsfunktionen machen. Da bin ich immer sehr skeptisch. Ich habe den Eindruck, dass die meistens eh mehr schaden, als dass sie helfen. Aber man kann hier zum Beispiel den Datenverkehr managen, kann sich also den Datenverbrauch anschauen. Man kann einen Belästigungsfilter aktivieren. Und es gibt auf einer zweiten Seite dann noch verschiedene Sachen wie den Benachrichtigungsmanager, wo man halt einzelnen Apps verbieten kann, Benachrichtigungen anzuzeigen. Also wenn ich jetzt hier irgendwelche Spiele habe, die ständig mich nerven mit komm doch nochmal spielen, dann kann man die damit einfach stumm schalten. Geht in Android auch, ist aber hier nochmal alles so ein bisschen zusammengefasst. Und auch eine App-Sperre, wo man per PIN bestimmte Apps dann halt sperren kann, wenn man zum Beispiel verhindern will, dass die kleinen Kinder, wenn sie mal das Gerät in die Hand bekommen, direkt die Zombie-Abschlachtspielchen zu Gesicht bekommen. Leider sind im Telefonmanager nicht alle diese nützlichen Funktionen zusammengefasst. Wenn man zum Beispiel den Internetzugriff zu den Apps, der einzelnen Apps einschränken will, was ich auch teilweise eine recht nützliche Funktion finde, muss man in die Einstellungen wechseln. Übrigens hier, wenn man die Benachrichtigungsleiste rechts runterzieht, ähnlich wie das bei den Tablets unter Android üblich ist, kommt man zu den Schnelleinstellungen und links zu den Benachrichtigungen. Gehen wir hier mal in die Einstellung kurz rein. Da finden wir ein gutes Stückchen weiter unten die vernetzten Apps. Und da habe ich halt dann genau eine Liste von sämtlichen Apps, die installiert sind und kann den halt jeweils verbieten, beziehungsweise standardmäßig ist es natürlich erlaubt, ins Internet zu gehen und zwar getrennt über Mobilfunk beziehungsweise WLAN. Wenn man jetzt also feststellt, dass irgendeine App im Hintergrund immer wieder unnötig viel Daten austauscht und das auch unterwegs übers Mobilfunknetz tut und damit das meistens ja doch recht knappe Budget an Megabytes, das man da hat, verbraucht, dann kann man der das zum Beispiel verbieten oder wenn man irgendwelche Spiele hat, mit denen man eigentlich gar nicht online gehen will, die dann ständig nur Werbung einblenden und ähnliches, dann schaltet man die halt einfach hiermit komplett offline. Wirklich schicke Funktion, bisschen schade, dass es nicht in den Telefonmanager direkt mit integriert ist. Aber wo wir jetzt einmal schon in den Einstellungen drin sind, können wir hier vielleicht noch ein paar interessante Sachen zeigen. Ein richtig schicker Punkt ist hier der Menüpunkt Navigationsleiste. Hier können wir zum einen zwischen verschiedenen Varianten der On-Screen-Tasten hier unten auswählen, also Zurücktaste links und Multitasking rechts oder
umgekehrt. Die Home-Taste bleibt natürlich immer in der Mitte. Dann kann man noch zusätzlich hier so eine Taste einblenden, mit der man sich den Benachrichtigungsbereich einfach runterziehen kann, beziehungsweise die Quick-Toggles. Das ist also auch recht praktisch halt für die Einhandbedienung, sodass man nicht immer nach ganz oben greifen muss, wenn man das Gerät versucht, in einer Hand zu bedienen. Und zusätzlich gibt es hier noch diese etwas kryptische Funktion Navigationsleiste. Ja, darum geht es ja hier. Die schaltet man damit nicht komplett ein und aus, sondern man macht sie damit versteckbar. Und zwar dieses kleine Pfeilchen, was ihr jetzt hier seht, bedeutet, dass wenn ich da drauf tippe, dass diese Navigationsleiste unten einfach verschwindet. Ich kann dann den kompletten Bildschirm benutzen, um Inhalte zu genießen oder zu spielen, was auch immer. Und wenn ich den jetzt wieder brauche, weil ansonsten würde ich hier zum Beispiel aus diesem Screen nie wieder rauskommen, da komme ich nur mit der Zurück- oder mit der Home-Taste raus, dann wische ich einfach von unten nach oben und habe dann sofort diese Tasten wieder. Gleiche von oder ähnliche Funktion kennt man von Android KitKat. Das ist dieser Immersive Mode, wo dann halt die Statuszeile oben und diese Quick Toggles unten automatisch ausgeblendet werden, wenn Apps das denn so wollen und das unterstützen. Auch dann kommt man mit dem Wisch wieder unten an die Leiste dran. Hier kann man es halt überall machen, wo man will. Hat leider dann auch den ganz kleinen Nachteil, dass bei manchen Apps, die halt den Immersive Mode von sich aus nutzen, wie zum Beispiel Riptide GP, das Spiel, diese Leiste nicht automatisch verschwindet. Der Bildschirmbereich, der dann da dadurch verdeckt wird, aber trotzdem mitgenutzt wird, gerade bei Riptide geht dann ein relativ wichtiger Knopf, den man braucht zum Beschleunigen, dieser Turbo-Modus, der ist dann fast unerreichbar hier drunter versteckt. Da muss man halt manuell diese Leiste wegklicken. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es ein Problemchen dieses Spiels ist oder ob hier das Ganze nicht so ganz sauber implementiert ist. Bei anderen Apps, wie zum Beispiel YouTube, klappt das wunderbar, dass also auch in diesem Modus, wenn das eingeschaltet ist, die Leiste automatisch verschwindet. Wenn man das hier oben ausschaltet, dann hat man halt den normalen Modus. Optisch verschwindet dann einfach nur dieses kleine Häkchen hier. Man kann das Ding dann auch nicht verstecken. Dann klappt es auch bei den Spielen, also zumindest bei Riptide, dass automatisch diese Zeile versteckt wird. Kann aber so im Alltag durchaus schon mal nett sein, wenn man Bilder anguckt oder ähnliches und einfach das Maximale aus dem Bildschirm rausholen will, dass man die Leiste loswerden kann. Eine weitere schicke Geschichte ist der Startbildschirmspiel. Hier kann man auf einen ganz anderen Launcher umschalten. Wir haben also hier aktuell den doch an den Android-Standard halbwegs angelegten Launcher. Es gibt einen stark vereinfachten, der so ein bisschen in der Optik an Windows Phone erinnert. Und wenn wir den jetzt mal anwenden, dann haben wir halt hier nur ganz wenige Symbole, sehr großflächig alles angelegt auf dem Homescreen. Es gibt nur zwei Homescreens und man kann das noch so ein bisschen konfigurieren, Apps selber hier hinzufügen. Aber man ist relativ eingeschränkt in dem, was man tun kann. Und von der Bedienung her ist es aber dann halt deutlich vereinfacht. Ist vor allen Dingen gedacht für Einsteiger, denen vielleicht das Android mit dem normalen Launcher, mit den ganzen Widgets und Icons und sowas noch ein bisschen fremd ist und die sich damit noch erstmal daran gewöhnen wollen. Also vielleicht ältere Menschen, vielleicht auch Kinder, die dann vielleicht mal die erste Zeit mit so einem vereinfachten Launcher unterwegs sind und wenn sie sich dann etwas sicherer fühlen mit dem Gerät, dann vielleicht dann auch zu einem aufwendigeren, also zu einem normalen Android-Interface beziehungsweise den normalen Emotion UI Launcher zurückwechseln wollen. Kann man hier natürlich auch wieder abschalten. Das ist jetzt nicht irgendwie per PIN-Code geschützt oder so, wie man das bei manchen anderen Herstellern sieht, also weniger als Sicherheitsfeature oder Einschränkung gedacht, sondern wirklich als Vereinfachung der Oberfläche für Einsteiger. Zwei kleine Punkte noch zum Launcher. Zum einen, was ganz schick gemacht ist hier, wenn ich eine App neu installiert habe, dann blitzt die schon mal so ein bisschen auf. Habt das vielleicht gerade hier gesehen bei diesem Quick Measure, was ich eben testhalber einfach mal installiert habe. Interessanterweise hat es jetzt von alleine aufgehört. Bisher, dann läuft eigentlich eher wie so ein Lichtreflex, läuft immer diagonal über dieses Icon drüber. Finde ich eigentlich sehr schick gestaltet. Mal gucken, ob wir es so wieder sehen können. Nö, schade. Was mich aber richtig nervt an dem Launcher und auch eng mit dem Problem zusammenhängt, dass halt alle Apps auf dem Homescreen sein müssen, ist, dass wenn ich jetzt eine App deinstalliere, und nur für diesen Zweck, um das zu zeigen, habe ich dieses Ding hier einfach mal installiert, dann wird der komplette Homescreen neu arrangiert. Und zwar rutschen jetzt alle Symbole nach. Könnt ihr mal jetzt drauf achten. Ja, deinstallieren. Schwupp, habt ihr gesehen, ist noch hübsch animiert, aber
Wenn ich jetzt gewohnt bin und mir das so arrangiert hatte, dass mein Tone Commander immer links unten ist zum Beispiel, dann werde ich einfach wahnsinnig, wenn der mir anfängt, das alles wieder umzusortieren. Richtig ein Punkt, wo man echt einen Hass bekommen kann, was richtig nervig ist. Bitte, bitte Huawei, ändert das, macht es bitte abschaltbar. Das ist echt ein Feature, was zwar hübscher aussieht, aber wirklich nicht praktisch ist, weil jeder, denke ich mal, hat seine feste Anordnung, wo die und weiß, wo die bestimmten Icons auf dem Bildschirm liegen, wenn man da mal eins von weglöscht und da was Neues stattdessen hinlegen will oder sowas. Also eine App deinstalliert. Das alles neu zu arrangieren, das ergibt absolut keinen Sinn. Ja, und im Rundgang rund um die Software so ein bisschen zu vervollständigen. Hier nochmal der Hinweis auf diese Bloatware von Gameloft, unten dieses 100% Spiele und dann nochmal halt fünf Spielchen, beziehungsweise das sind entweder Demo-Versionen oder halt Freemium-Spiele, die man eh kostenlos im Play Store bekommt. Wie gesagt, das einzig Gute, was ich daran finden kann, ist, dass man den Kram problemlos deinstallieren kann. Es gibt dann zum Beispiel noch hier diese App HiCare, die halt den Support einfacher machen soll. Wenn man die aufruft, kann man halt sich Adressen von Service-Centern raussuchen lassen, irgendwelche Service-Dokumentationen angucken, Feedback schicken. Das ist dann einfach nur ein E-Mail-Link zu einer E-Mail. Und die Service-Hotline, da findet man dann halt dann die Telefonnummern, die man auch direkt jetzt mit dem Gerät anrufen kann, wobei ich fast zu bezweifeln wage, dass diese Telefonnummer funktioniert. Zumindest so wie sie hier dargestellt ist, ist es keine korrekte deutsche Telefonnummer. Da fehlt die Null davor. Dann gibt es hier noch den zweiten Teil Forum, wo man denkt, wow, vielleicht gibt es ja ein schönes Forum, wo man sich ein bisschen mit Usern austauschen kann. Nö, es ist nur der Link zum Huawei-Twitter-Kanal. Okay, naja, ist eine ganz nette Sache. Wenn man mal Support braucht, weiß man, wo man den findet. Aber ein großer Zusatzwert ist es natürlich nicht. Die E-Mail-Adressen kann man auch so rauskriegen. Dann haben wir noch einen Punkt, der recht wichtig ist bei Huawei immer. Sind die sogenannten Designs, also verschiedene Themes, die man auswählen kann. Da gibt es hier auf dem Gerät richtig viel zur Auswahl. Man kann die wohl auch aus dem Internet nachladen. Und es gibt da sehr viele verschiedene Stile, von sehr bunt und poppig, auch mit extrem bunten Icons dann versehen, bis hin zu irgendwie eher so rosig. Für die ganz Zarten unter uns. Da gibt es alle möglichen Stilvarianten. Mir persönlich fehlt so ein bisschen ein Stil, der so ein bisschen näher an das Standard Android angelehnt ist. Den würde ich persönlich ganz gerne nutzen. Oder auch ein bisschen noch ein paar sachlichere Themes, die halt die Icons zumindest hätte ich gerne, so wie ich sie sonst kenne. Aber ist auf jeden Fall eine schöne Spielerei und im Vergleich zu vielen anderen Huawei-Geräten, die ich in letzter Zeit getestet habe, hat man hier eine viel größere Auswahl, da man halt offensichtlich auch Zugriff auf die Online-Bibliothek davon hat, was man bei manchen anderen Huawei-Geräten mit Emotion UI nur manuell hinbekommt, wo man sich dann die Themes selber von der chinesischen Webseite runterladen muss und installieren. Kurzer Hinweis nochmal zu den vorinstallierten eigenen Apps. Ich hatte es im Vorspann erwähnt, der Dateimanager will hier Berechtigungen von mir haben und meinte, dass möglicherweise Informationen über ihr Gerät und ihre Systemdaten, um die Genauigkeit der Dienste zu verbessern, an Huawei geschickt werden. Hallo, das bei einem Dateimanager? Das ruft doch direkt irgendwie den Verdacht hervor, dass die Daten, mit denen ich da jetzt gerade arbeiten möchte, irgendwo hingeschoben werden. Ich würde es mal nicht annehmen. Ich will jetzt Huawei da nichts vorwerfen, aber ich finde sowas extrem ungeschickt, sowas vor einen Dateimanager zu schalten, zumal ein Dateimanager wirklich nichts ins Internet funken soll. Punkt. Also da sehe ich, habe ich relativ wenig Verständnis für und habe mir dann auch direkt meinen Lieblingsdateimanager, den Total Commander, installiert und dieses Ding bewusst nicht genutzt. Was haben wir sonst noch drauf? Natürlich Kamera-App, Galerie und sowas. Die Galerie ist ein bisschen ungewöhnlich gestaltet. Man muss hier in diese Liste reinwechseln, um die verschiedenen Typen von Bildern, also auch Screenshots zum Beispiel, sich angucken zu können, muss man sich erstmal dran gewöhnen, geht aber durchaus auch. Dann haben wir hier noch das Kingsoft Office vorinstalliert, ist eine Sache, die man auch kostenlos im Play Store finden kann, aber gut, so eine nützliche Sache, dass man auch PDFs und Docs sich mal anzeigen lassen kann, ist durchaus ganz nett schon drauf zu haben. Huawei hat auch noch so ein paar Bedienhilfen eingebaut, um zum Beispiel die Einhandbedienung zu vereinfachen oder auch das Gerät bequemer einschalten zu können. Da gibt es auch dieses Doppeltappen, wie das LG eingeführt hat, kann man aktivieren und es funktioniert hier deutlich besser als bei LG. Bei LG habe ich immer wieder mal Fehlalarme, sprich das Gerät schaltet sich, während ich es in der Hosentasche trage, von alleine ein und macht dann irgendwelche wüsten Dinge. Das ist mir bei dem Huawei eigentlich nie passiert. Dafür muss man ein bisschen
konkreter, ein bisschen deutlicher die zwei Tabs ausführen. Das finde ich persönlich aber lobenswert gelöst so. Dann gibt es auch noch Möglichkeiten, wie schon erwähnt, um die Einhandbedienung ein bisschen zu erleichtern, was bei so einem großen Display ja durchaus Sinn macht, beziehungsweise die Frage ist, ob es sich überhaupt noch lohnt oder ob man nicht direkt davon ausgeht, immer mit zwei Händen zu arbeiten. Aber für den Fall, dass man zum Beispiel unterwegs mal noch telefonieren muss und die zweite Hand halt gerade nicht frei hat, gibt es halt die intelligente Unterstützung. In dem Bereich ist dann für die Einhandbedienung nochmal ein Menüpunkt eingebaut. Wenn man den aktiviert, dann werden die Tastaturen verkleinert dargestellt und so ein bisschen an den Rand gerückt. Hier oben wird es schon mal grafisch angedeutet und das können wir mal kurz zeigen. Wenn ich zum Beispiel hier die Telefon-App aufrufe, dann sieht man jetzt hier, die Tastatur ist an den rechten Rand gerückt. Wenn ich jetzt das Gerät gerade in der linken Hand halten sollte und dann mit dem Daumen halt nicht gut nach rechts rüber kann, dann tippe ich einfach auf diesen Pfeil und die Tastatur rutscht nach rechts rüber. Diese Funktion, die beim Ascent Mate 7 ich im Hands-on von der IFA auch gezeigt hatte, dass man mit so einer kleinen Kippbewegung mit der aus dem Handgelenk raus die Tastatur auch hin und her schubsen kann, scheint es hier nicht zu geben oder so funktioniert zumindest bei mir nicht. Ein bisschen schade finde ich daran, dass nicht nur hier die Telefontastatur so verändert wird, sondern immer auch die normale Tastatur, was übrigens eine Huawei-Anpassung der bekannten Swipe-Tastatur ist. Ihr kennt es vielleicht hier unten an dem Logo. Leider gibt es hier keine Möglichkeit, das so einzustellen, dass diese Tastatur die volle Bildschirmbreite weiterhin einnimmt und nur die Telefontastatur verkleinert wird. Hier finde ich das relativ unpraktisch, die so klein zu haben, weil die Tasten sind schon dann wirklich ziemlich klein, zumal ja Swipe noch die Umlaute und SZ da mit reinquetscht auf den Bildschirm. Da würde ich dann doch lieber die komplette Bildschirmbreite für nutzen können. Schade, dass man das nicht separat einstellen kann. Aber ansonsten eine schöne Idee, dass man dadurch so ein paar Bedienhilfen hat und das Ganze etwas komfortabler hat. Es gibt noch weitere Sachen. Man kann im ausgeschalteten Zustand irgendwelche Zeichen auf dem Bildschirm malen und dadurch bestimmte Apps aufrufen und ähnliches. Alle Möglichkeiten, die es da so gibt, hier jetzt zu erwähnen, würde schon den Rahmen dieses Testberichts sprengen. Kommen wir zu ein paar Eigenschaften, die man im Video nicht ganz so gut zeigen kann. Da müsst ihr mir einfach ein bisschen zuhören. Ich hatte das schon im Vorspann erwähnt. WLAN, GPS, Bluetooth funktioniert alles wunderbar. Beim GPS hatte ich ein paar Mal bei Google Maps den eigenartigen Effekt, dass die Position, in der ich gesehen wurde, mal ganz kurz und ganz schnell nach vorne gehuscht ist, so zwischen 10 und 100 Metern auf der Strecke vorangerannt ist sozusagen und dann auch ganz schnell wieder zurückkam. Zum Glück sind dadurch nie Fehlnavigationen oder sowas passiert. Und ich habe den gleichen Effekt aber auch in keiner anderen App nachvollziehen können. Ich habe also mal einen Track aufgezeichnet mit Komoot zum Beispiel, habe auch Nokia Hero Maps mal als alternative Navi-App ausprobiert. Vielleicht mache ich da nochmal einen Artikel zu. Und da habe ich diesen Effekt nicht beobachten können. Das scheint also irgendwie ein Zusammenspiel von diesem Handy und der Google Maps App zu sein. Und wie gesagt, Fehlnavigationen sind dadurch nicht vorgekommen, also keine verwirrenden Hinweise, weil man meint, wenn wir irgendwo falsch abgebogen oder sowas. Ansonsten ist das GPS wirklich recht genau. Ich denke, ich werde im Artikel auch mal den GPS-Track, den ich aufgezeichnet habe, posten. Da könnt ihr sehen, dass es maximal vielleicht so 2 Meter Abweichung mal gegeben hat und man teilweise sogar erkennen kann, auf welcher Straßenseite ich gefahren bin. Das ist schon ziemlich präzise. Ich hatte im Vorspann erwähnt, dass Bluetooth auch unter verschärften Bedingungen gut funktioniert hat. Das will ich noch ganz kurz erläutern. Ich hatte bei einigen Smartphones Probleme mit dem Audio-Streaming, zum Beispiel im Autoradio. Wenn die Smartwatch gleichzeitig per Bluetooth angebunden war, da gab es dann immer mal wieder kleine Aussetzer. Offensichtlich kamen sich die da in die Quere. Das ist jetzt hier beim Huawei Ascent G7 definitiv nicht der Fall gewesen. Also ich habe hier die LG G-Watch wieder in Betrieb und mit dem Handy verbunden. Und kann parallel Audio im Autoradio streamen oder auch über einen Bluetooth-Lautsprecher wie hier den von Sanjian, den ich neulich vorgestellt habe. Und das Ganze klappt wunderbar und ohne große Aussetzer. Mobilfunk hatte ich erwähnt, da habe ich einen richtig guten Empfang. Ihr könnt das vielleicht gerade sehen. Ich bin hier im Telekom-Netz, was jetzt bei mir zu Hause auch normalerweise extrem schlechten Empfang hat. Selbst mit meinem alten Nokia-Firmenhandy, dem 6300 Classic, was ich früher mal hatte, was eigentlich einen sehr guten Empfang immer hatte, hatte ich hier nur ein, zwei Balken. Hier habe ich jetzt den Vollausschlag und dementsprechend auch beim Telefonieren
deutlich weniger Probleme als mit anderen Smartphones. Also richtig gute Empfangsleistung, das Gerät. Gleichzeitig aber die LTE-Übertragungsraten nicht so wahnsinnig hoch. Das hatte ich vorab schon erwähnt. Sowohl hier im Telekom-Netz als auch bei Vodafone, übrigens an beide Firmen, vielen Dank für das Zur-Verfügung-Stellen von SIM-Karten, mit denen ich mal mit LTE rumtesten und mich ein bisschen austoben konnte. In beiden Netzen erreicht das Asus Zenfone 5 LTE, das ja auf dem Snapdragon 400 basiert, also eine relativ ähnliche, aber Technik hat aber eine Generation älter sozusagen. Hier haben wir es mal gerade zum Vergleich noch daneben. Das hat da teilweise doch 20-30% höhere Übertragungsraten erreicht. Und das vielleicht noch mal so am Rande erwähnt, um überhaupt gute LTE-Raten zu erreichen, muss ich zumindest hier in Aachen wirklich mich auf die Straße begeben und einen Fleck suchen, wo ich gute Empfangsbedingungen habe. Hier zu Hause dümpelt das vor sich hin, da kommt man mit UMTS zumindest theoretisch genauso schnell vorwärts. Also wer jetzt glaubt, mit 150 Megabit Sekunde pro Sekunde ständig unterwegs sein zu können mit LTE, der wird sicherlich enttäuscht sein. Das geht nur unter optimalen Empfangsbedingungen. Vielleicht ist es ja in Ballungszentren in Großstädten wie Berlin, Köln oder München oder so ein gutes Stück besser. Hier in Aachen jedenfalls muss man schon ein bisschen Glück haben, um gute Raten zu erzielen. Zum guten Mobilfunkempfang passt auch die recht ordentliche Sprachqualität. Ein Soundsample davon könnt ihr wieder im Testbericht euch anhören. Es klingt so ein ganz klein bisschen blass. Ich würde nicht sagen blechern, sondern eher so ein bisschen blass. Da gibt es schon auch Smartphones, die ein bisschen mehr Bass immerhin noch mit rüberbringen. Was aber der Verständlichkeit gar keinen Abstrich tut, sondern eher im Gegenteil. Die Verständlichkeit finde ich wirklich sehr gut bei dem Gerät. Und wie gesagt, beim Telefonieren damit absolut keine Probleme. Selbst das kann man mit diesem Smartphone telefonieren. Yeah! Kommen wir zu ein paar Messergebnissen, die ich dann auch wieder hier auf dem Bildschirm zeigen kann. Die gleichen Screenshots, die ich euch jetzt hier zeige, findet ihr wie üblich auch im Artikel mit eingebaut als Bildergalerie. Hier haben wir den AnTuTu-Tester, den Battery-Test. Das ist übrigens die ältere Version des AnTuTu-Testers, der da noch Zeiten mit anzeigt. Der neue finde ich da wenig aussagekräftig. Kurz zur Erläuterung, wer das noch nicht kennt, der fährt von 100% Akkuladekapazität bis auf 19% runter, misst dabei die Zeit und errechnet daraus auch eine Punktezahl. Dabei wird offensichtlich das Gerät relativ stark beansprucht, um halt möglichst schnell den Akku leer zu fahren. Das Display bleibt auch ständig an auf einer fest eingestellten Helligkeit. Sind also durchaus vergleichbare Werte. Wir haben hier so knapp 3 Stunden Laufzeit, 4 Minuten fehlen für die vollen 3 Stunden. Das ist ganz knapp unterm Durchschnitt, so um die 3 Stunden rum ist der Durchschnitt, den ich bei meinen Tests hier bisher festgestellt habe. Aber die Ausdauer in der Realität ist eigentlich ein gutes Stückchen besser, als es dieser Wert hier vermuten lässt. Was letztendlich bedeutet, dass unter Last die Ausdauer normal ist. Bei weniger Last und im Alltagsbetrieb hat man halt relativ viele Zeiten, wo das Gerät im Standby ist oder auch wenn man E-Mail liest oder browst, nicht unter Volllast steht, hat es eine sehr viel bessere Ausdauer. Ich denke mal, dass da Huawei die Stromsparmechanismen, die es so gibt, recht gut im Griff hat. Sie sind ja bekannt dafür, kennen sich in der Mobilfunktechnik nicht nur auf Handyseite, sondern auch auf der Netzwerkseite ziemlich gut aus und sind deshalb da auch sehr selbstbewusst und sagen, sie haben die Energiesparmaßnahmen, was die Sendeempfangseinheiten angeht, sehr gut im Griff. Zudem bietet der Snapdragon 410 da womöglich auch noch ein bisschen mehr Potenzial als der Vorgänger, denn er kann bis 200 MHz runtergetaktet werden. Das war beim 400er, zumindest im Asus Zenfone gibt mir der AnTuTu Benchmark das als in den technischen Daten an, nur bis 300 MHz runtertakten. Also macht sicherlich auch noch mal ein klein bisschen was aus. Hier habe ich Benchmark-Ergebnisse, hier jetzt den Screenshot vom AnTuTu-Benchmark, den ich zusammen mit euch beim Unboxing durchgeführt habe. Ich blende aber lieber mal die Tabelle mit allen Ergebnissen ein, weil jetzt durch sämtliche Screens zu blättern, dürfte ein bisschen nervig sein. Ich werde einige davon auch im Testbericht wieder posten, sodass ihr euch die Details, wie hier unten die verschiedenen Einzelwerte, nochmal in Ruhe angucken könnt. Grundtenor, da hatte ich schon im Vorspann, im ersten Teil dieses Videos,
erwähnt, der Snapdragon 410 bzw. hier das Huawei Ascend G7 ist so 10-20% schneller als der Vorgänger, also der 400er Snapdragon, zum Beispiel im Asus Zenfone 5 LTE oder auch im Motorola Moto G steckt er ja drin, beziehungsweise in etwa auf Augenhöhe mit einem HTC Desire 816, das den Vorgängerprozessor mit einer etwas höheren Taktfrequenz von 1,6 GHz betreibt. Ausnahme sind da die sehr grafiklastigen Benchmarks, wie der 3D-Mark zum Beispiel. Dort erreicht man ungefähr gleiche Werte wie jetzt bei dem Asus-Gerät zum Beispiel. Das könnte durchaus daran liegen, dass der Adreno 306, der hier als GPU mit integriert ist, nicht ganz so schnell maximal takten kann wie im Vorgänger, der Adreno 305. Dort waren es 450 MHz, hier nur in Anführungszeichen 400 MHz. Aber immerhin, man erreicht noch die gleichen Zahlen in etwa. Also scheint da auch so sich ein ganz klein bisschen was noch an der Effizienz getan zu haben. Kommen wir noch so zu der Reste-Rampe an Eigenschaften, die man vielleicht auch nicht unerwähnt lassen sollte. Zum einen der USB-Anschluss hier unten, ich hatte es schon erwähnt, USB on the go wird unterstützt. Hier bei meinem Gerät gibt es da noch so ein bisschen Probleme mit. Ich gehe davon aus, dass das bei den Verkaufsgeräten gelöst sein wird. Zudem kann man natürlich mit dem USB-Anschluss das Gerät aufladen und auch an den PC anschließen. Dabei wird die SD-Karte als USB-Massenspeicher wahlweise zur Verfügung gestellt oder halt über dieses MTP-Protokoll als Mediengerät. Und wo wir gerade von Speicher reden, da gucken wir vielleicht noch mal ganz kurz rein. Wir haben 16 GB ja hier eingebaut und davon sind ungefähr 11 GB beim Start des Systems, beim ersten Start frei. Wir haben insgesamt 11,27 zur Verfügung. Jetzt habe ich natürlich einiges installiert, sodass wir jetzt deutlich weniger frei haben. Aber knapp 11 GB waren am Anfang frei. Das alles in einer Partition, sodass Apps und Daten gemeinsam liegen und man da keine festen Grenzen hat, was von beiden man jetzt mehr auf dem Gerät speichern darf oder halt nicht. Dann haben wir hier oben natürlich noch den Klinkenanschluss für Headsets bzw. Kopfhörer. Jetzt da ich hier ein Vorseriengerät ohne große Verpackung so bekommen habe, ist nichts mitgeliefert worden. Da kann ich leider nichts aussagen, ob da was Schönes oder was Billiges mitgeliefert wird. Der Anschluss ist jedenfalls kompatibel zu den üblichen Headsets von HTC, Samsung und Konsorten, BlackBerry, mit den zwei Headsets, die ich von Beyerdynamic hier gerade habe. Hat da wunderbar funktioniert, obwohl das DTS-160i eher ziemlich wählerisch ist. Mit dem Original Apple EarPods kann man nur als Kopfhörer hier benutzen, da das Mikrofon dann nur ein Zirpen von sich gibt. Das hat man aber auch bei vielen Android-Geräten, dass da die Kompatibilität eingeschränkt ist. Klang über die Audiobuchse übrigens sehr ordentlich. Es gibt in den Einstellungen einen DTS-Modus, der den Klang nochmal ein bisschen aufpeppt. Bei so etwas einfacheren Kopfhörern, wie zum Beispiel den Apple EarPods, kommt das recht gut. Da wird der Bass ein bisschen knackiger, da ist man dann erfreut, wie viel Bass auf einmal diese Dinger wiedergeben können. Wenn man richtig gute Kopfhörer dranhängt, dann klingt das dann doch ein bisschen sehr aufdringlich, dieser Bass. Ich habe zwar jetzt keine sehr starken Verzerrungen wahrnehmen können, aber angenehm klang das Ganze dann doch nicht mehr, dann würde ich diesen DTS-Modus doch lieber abschalten. Auch bei der Wiedergabe über den eingebauten Lautsprecher kommt der aber ganz gut, peppt das so ein ganz klein bisschen auf. Der Lautsprecher gibt jetzt nicht übermäßig laut Klingeltöne und Musik wieder, aber ich würde sagen ausreichend. Und immerhin, selbst wenn man die Lautstärke voll aufdreht, ohne Verzerrungen. Natürlich kein HiFi-Klang, auch nicht vergleichbar mit einem HTC One Boom Sound, aber durchaus akzeptabel. Und notfalls kann man damit vielleicht auch mal ein Hotelzimmer beschallen, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie einen schönen Bluetooth-Lautsprecher oder irgendwas anderes dabei hat. Ein UKW-Radioempfänger ist auch eingebaut. Der empfängt ungewöhnlich viele Stationen, die allerdings mit auch ungewöhnlich vielen Störgeräuschen, also sowohl Rauschen als auch dieses Zirpen, was man bei UKW manchmal hat, hatte ich den Eindruck, dass das hier ein bisschen stärker ist als bei manchem anderen Handy-Empfänger und ziemlich unverständlich für mich, unterstützt kein RDS. Also werden weder Sendernamen noch RDS-Text zusätzlich angezeigt. Das hat man teilweise schon in sehr billigen Smartphones. Finde ich etwas erstaunlich, dass das hier nicht realisiert ist.
Ja, kommen wir zum abschließenden Fazit meines Testberichts Huawei Ascent G7. Ich denke, es ist schon lang genug und detailliert genug gewesen. Wie schon im Vorspann erwähnt, ein sehr empfehlenswertes Gerät. Wer ein großes Smartphone sucht und dabei Mehrwert auf eine gute Verarbeitung, ein schönes Gehäuse und auch ein ordentliches Display, gute Kamera legt, als jetzt auf die allerbesten Benchmark-Ergebnisse vielleicht. Oder auch ein super hochauflösendes Display, Full HD oder gar mehr. Der ist damit auf jeden Fall gut beraten. Wer zwar so ein großes Display haben möchte, aber lieber etwas kompakter bleiben möchte, der könnte sich zum Beispiel das LG G3 auch mal angucken. Ich lege es hier nochmal kurz daneben, um den Größenvergleich zu haben. Das ist halt ein Display, das genau identisch groß ist, 5,5 Zoll. So haben wir es jetzt bündig angelegt. Aber man sieht schon, das LG-Modell baut ein gutes Stückchen kompakter. Das sind einige Millimeter in der Länge, auch in der Breite ist da nochmal ein Unterschied drin. Dafür ist das Huawei ein gutes Stückchen flacher und vor allen Dingen hat es das deutlich edlere Gehäuse. Also ich würde dieses Aluminiumgehäuse auf jeden Fall dem durchaus auch schicken, aber dann doch halt einfacheren Kunststoffgehäuse des LG-Gerätes vorziehen. Soweit vom Huawei Ascent G7. Ich hoffe, mein Testbericht hat euch gefallen und konnte euch ein bisschen was zu dem Gerät näher bringen bzw. Fragen klären. Falls noch Fragen offen geblieben sind, stellt sie ruhig in den Kommentaren. Am besten direkt auf www.technophil.de. Den Link zu dem Artikel findet ihr hier unten. Ich bemühe mich eigentlich immer, die Fragen zu beantworten. Und wenn ihr an weiteren Testberichten und Unboxings und weiteren Infos über Smartphones, vor allen Dingen aus dem Android-Lager, interessiert seid, dann kann ich euch nur empfehlen, diesen Kanal hier auf YouTube zu abonnieren beziehungsweise Technophil bei Google+, Twitter oder per RSS-Feed zu folgen. Es kommen noch eine ganze Menge spannende Testberichte von Smartphones. Ich habe da im Moment richtig viel zu tun. Zum Beispiel schon in den nächsten Tagen das Arvus A34, ein relativ preiswertes Quad-Core-Gerät mit MediaTek-CPU, Dual-SIM-Funktionalität. Durchaus schlichtes, aber schickes Ding, auch mit einem schönen, leuchtstarken Display. Hat ähnliche Qualitäten wie das des Huawei. Genau wie das, auch nicht so super hochauflösend, aber schöne Farben, schöne Helligkeit. Dann haben wir noch die beiden Zenfones, hier das Zenfone 5 LTE und auch das Zenfone 4 habe ich da. Die werde ich in nächster Zeit auf jeden Fall testen. Das LG G3, was ihr eben kurz im Bild sehen konntet, wird auch irgendwann noch drankommen. Dann habe ich noch ein Outdoor-Phone, was ich endlich mal auch noch testen muss. Das habe ich so ein bisschen zurückgestellt. Das Icefox Thunder. Und auch danach kommen, denke ich, noch viele spannende Sachen. Ich warte zum Beispiel auch noch von Huawei auf das Y550, das Einsteigermodell, was mit dem gleichen Prozessor wie hier das G7 daherkommt, ansonsten aber deutlich einfacher ausgestattet, aber auch nur 130 Euro kosten sollen. Das mit LTE und diesem guten Prozessor drin, das, denke ich, ist auch auf jeden Fall nochmal eine spannende Sache. Also es kommt noch sehr viel in den nächsten Wochen. Von daher stay tuned. Ich würde mich freuen, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, euer Klaus von technophil.de.